Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Little Polars mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Wie ihr seht, ich bin schon im Ladescreen zu der Runde, weil ich denke mir immer, das mit dem Vorscreen und so weiter ist nicht so geil, Leute. Auf jeden Fall, wir zocken heute nochmal eine Runde LOL, man kennt's, Leute. Wenn ihr schon mal nichts mehr verpassen wollt, Leute, gerne Abo-Button und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen, würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich auch sehr, sehr freuen. Übrigens, Leute, schreibt's euch auf, den 14.10. wird es soweit sein, da wird das 1000. Video von mir rauskommen. Also mein 1000. Video, das wird ein Special-Video, denke ich mal. Und ja, wenn ihr da auf jeden Fall mit dabei sein wollt, Leute, dann gerne eben, wie schon gesagt, den Abo-Button und die Glocke aktivieren, um das nicht zu verpassen. Und ja, könnt es euch noch gerne noch aufschreiben, Leute, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, Leute, die Woche wird dann wieder nice, denke ich, werden. Morgen ein Fortnite-Update natürlich, aber auch in Valorant geht langsam die Season zu Ende. Da werden wir uns wahrscheinlich die nächste Season auf einen neuen Agenten freuen können. Horizon Zero Dawn werde ich diese Woche nochmal bringen, wenn ich dann Zeit habe, früher oder später. Aber Leute, ich bringe auch jetzt jeden Tag unter der Woche nur zwei Videos, weil ich meine, ich könnte auch vier Videos drehen, aber das kostet halt sehr viel Zeit, das Ganze zu machen und auch halt, beziehungsweise das Ganze zu produzieren, das Ganze vorzubereiten, hochzuladen. Das kostet einfach sehr, sehr viel Zeit. Und ja, Leute, so ist das halt nun mal. Es sind immer zwei Videos jetzt täglich, deswegen fällt es auf den Donnerstag natürlich mit den natürlich mit dem tausendsten Video, mit dem Highlight-Video auf jeden Fall, beziehungsweise was heißt Highlight-Video? Special-Video halt. Verhandeln steht ganz Und unten auf meiner ja, Prioritätenliste. manche werden wahrscheinlich dabei sein, manchen gegen eh weniger, aber gut, Leute, kann man ja halt nicht alles haben, ne? Auf jeden Fall, es war bis jetzt immer wirklich cool gewesen. Leute, ich habe es wirklich gefeiert und es war auch wirklich nice gewesen. Nur was ich euch jetzt auf jeden Fall schon mal versprechen kann, nächste Woche am 23., Nutzen also Sie am die Samstag, Schreibgeschichte, Zeit für Ihre eigene werden Sache. keine Videos kommen, weil ich mir dann Tag frei nehmen werde, weil es einfach ein spezieller Tag für mich ist und ich deswegen an dem Tag frei machen werde. Und ja, Leute. Aber Alle Frauen begehren die Valkyrie. letzten Momente kann Ein man natürlich noch Prinzip, das mit Ihnen genießen, zu auch verhandeln diese wäre. Woche, wenn ich dann wieder auf Twitch live gehe natürlich. Da bin ich halt eben auch noch am Grübeln, so großartig mäßig und so weiter, wie ich das mache und so weiter. Kompromisse Aber sind ja, so mal gucken. unbefriedigend. Das passiert, wenn Lux in den Fight geht. Allein. Bewölkte Zeit sind mir am liebsten. Ey, fast Spiel wäre weggecrackt. Nein, bloß nicht, Alter. Essenz wird mit jedem Tag schwächer. Heul nicht rum, das ist nur eine Feder. Ja, chillig. Alter, die Lux baut auch wieder Mist, hey. Also für die erste Runde ist das noch nicht so richtig gut, finde ich. Jetzt habe ich auch nichts zum Niemand wird Heilen. sich mir in den Weg stellen. Ah, Lux, Lux, Lux. Da musste noch mal ein bisschen besser ran. Das ist nicht geil gewesen. Jetzt haben die beiden einen Kill. Das ist nicht gut.
Existenz von allen anderen als Chaos. Ah, wisst ihr, Leute, das war auch heute Nacht wieder so richtig verrückt gewesen. Ich konnte heute Nacht überhaupt gar nicht schlafen, weil. Beziehungsweise ich konnte hin und wieder nicht schlafen und so weiter. Ich habe aber gestern auch das, was ich nehmen sollte, habe ich nicht genommen. Das ist dumm. Deswegen hat es gestern nicht so gepasst. Kann ich jetzt auch gar nicht heilen. Das ist auch scheiße. Deswegen muss ich gegenüber dem Weiger und der Wayne ein bisschen aufpassen. Angeblich weiß ich nicht, wann man eine Sache auf sich beruhen lässt. Als ob das eine Schwäche wäre. Ach, was machst denn du schon wieder? Ich tue, was getan werden muss. Doppelt. Nur um sicher zu gehen. Wegspeil selber, ne? Nenn mich nochmal niedlich. Vor langer Zeit war Magie überall. Oder wie die Devastaria sagen, Om Upursan. Nein. Meine Federn sind auf Krawall gebürstet. Die Natur folgt dem Chaos. Stell dich ihr nicht in den Weg. Die Rebellion bringt mein Blut zum Kochen. Er wird schon mal gefährlich, einfach. Junge, zwei sind gerade einfach durchgegangen. Die Feder einer Vastaya ist ein königliches Geschenk. Wie öde. Ich habe ihn über den Tisch gezogen. Ach, was soll's, ich verprasse jetzt mein Gold. Wir Vastaya haben viel von unserem alten Ruhm verloren. Wir Vastaya haben viel von unserem alten Ruhm verloren. Stell sie dir nicht in den Weg.
Messiah einfach Godchamp bei mir, Leute. Man kennt's. Zumindest ist es immer meistens so. Okay, jetzt muss ich zurück. Unsere Heimat geheilt wurde. Ich gehe. Ja, boah, ein bisschen. Genau. Ist von jeher chaotisch. Das ist mies, vor allem wenn du einfach mit Xayah da drüber springen kannst und dann so Federsturm. Da denken die sich auch nur so, oh nee. Verarsch mich denn. Oh nein. Was bracht dir das jetzt? Wenn du mal einen Kill hast, wow. Also die Dings, die hat echt keine Ahnung, die Wayne. Die tut sich dauernd die ganze Zeit selber wasten. Ich tu meine Items hier auffüllen, damit ich mal weiterkomme und so weiter, und sie macht sowas. Ich stehe eh schon 6-2 und die Wayne steht gerade mal 3-3. Was will die gegen mich noch reißen können? Also ehrlich. Ach, Mann, Alter. So dumm. Alter, Junge, Junge. Es könnte Yi kommen. Das wäre jetzt nichts. Angeblich weiß ich nicht, wann man eine Sache auf sich beruht. Ah, hatte ich doch schon recht, aber. Kompromisse sind so unbefriedigend. Nur ein kleines Wichsen. Trotzdem so schön alle weggerastet, 9-3. Mit einer 9-3 Xayah, das ist eklig. Das ist wirklich eklig. Vor allem, ich mache meistens einfach nur meinen Federsturm und dann sind die alle gestunt. Oder ich schmeiß meine ganzen Federn raus und ziehe sie wieder zurück und dann sind die alle gestunt. Das ist so eklig, wenn gefühlt alle Fähigkeiten da sind. Immer wieder. Okay, die Fähigkeiten haben auch nicht so viel Cooldown, das stimmt auch wieder.
Ja, natürlich. Natürlich kann er mich stunnen. Wahrscheinlich. Ja. Unsere vastayanische Essenz wird mit jedem Tag schwächer. Das ist dumm, ne? Wenn man dauernd von meinen Fehlern geholt wird. So ist doch. Hat nichts gebracht, ne? Why on Tanwa? Die Rebellion bringt mein Blut zum Kochen. Bevor ich mit Leuten rede, erdolche ich sie lieber. Und so kommt es meist auch. Wir Vastaya haben viel von unserem alten Ruhm verloren. Getan werden muss. Doppelt. Nur um sicher zu gehen. Unsere Rebellion kam zustande, weil Ionia sich eingemischt hat. Ich kann erst ruhen, wenn unsere Heimat geheilt wurde. Ich ziehe Schlägereien einfach magisch an. Verhandeln steht ganz unten auf meiner Prioritätenliste. Wenn unsere Existenz von allen anderen als Chaos gesehen wird, dann ist das halt so. Den ich mit Messern bewerfen kann. Alle Frauen begehren Rakan, als ob sie etwas mit ihm anzufangen wüssten.
auf Lager. Pech gehabt. Sabotage erfordert Geduld und Zeit und eine Menge spitzer Federn. Ionia werden es wohl nie sein. Natürlich. Nee. Natürlich kriegt mich der Scheiß Fitz noch wahrscheinlich. Meine Federn sind auf Krawall gebürstet. Euer Turm wurde zerstört. Die Natur ist von jeher chaotisch. Die Rebellion bringt mein Blut zum Kochen. Echt jetzt? Hier ist so scheiße. Der kann auch nichts. Trotzdem holt er mich noch. Ich glaub's nicht. Schwert der Unendlichkeit. Riesenschwert und Schwert der Unendlichkeit drauf dashen. Dann haben sie mich gesehen, da gibt's richtige Tag hier. Meine Regel wird Xayah immer stärker. Das ist wirklich. Der Tod war eine willkommene Abwechslung. Ein Gegner wurde getötet. Ja, wahrscheinlich. Was macht die Lux denn auch wieder? Und trotzdem Drake geholt. Boy. Nur die Sieger schreiben Geschichte. Zeit für unser eigenes Kapitel. Wir Vastaya haben viel von unserem alten Ruhm verloren.
Magie ist kein Fluss, den man nach Belieben umleiten kann. Sie ist ein tosendes Meer, niemandem unterworfen. Ich kann erst ruhen, wenn unsere Heimat geheilt wurde. Abgetanzt! Es gibt doch sicher Spezialpreise für Freunde. Gute Freunde. Why, Omtanwa? Niemand wird sich mir in den Weg stellen. Wenn unsere Existenz von allen anderen als Chaos gesehen wird, dann ist das halt so. Frauen begehren Rakan, als ob sie etwas mit ihm anzufangen wüssten. Ich tue, was getan werden muss. Doppelt. Nur um sicher zu gehen. Ich arbeite lieber nachts, wegen der Sonne. Ist so grell. Manchmal muss ich mir selbst den Rücken decken. Ein Gegner wurde getötet. Meine Federn sind auf Krawall gebürstet. Hä, wie? Wie? Das ist so dumm. Ja, vor allem, er weiß auch noch, wie er mich killen kann. Natürlich, Alter, jetzt geht's los. Ich hätte mich hinterher rennen dürfen, Alter. Ich hätte einfach kurz Prozess machen sollen. So, Blattdürster, boom. Nächste Item, was ich mir noch holen werde, auf jeden Fall. Gegner sind wirklich so schlecht und wir joken trotzdem rein. Das ist so zum Heulen. Aber was gut ist, dass mein Farm so oben liegt. Ups, sorry. Die Natur folgt dem Chaos. Stell dich ihr nicht in den Weg. Verhandeln steht ganz unten auf meiner Prioritätenliste. Bevor ich mit Leuten rede, erdrücke ich sie lieber. Und so kommt es meist auch. Sie exekutiert sich einfach, ist sie dumm. Wäre.
Sabotage erfordert Geduld und Zeit und eine Menge spitzer Federn. Die Natur ist wild und ungesetzt, nicht ausgeglichen. Die Wayne, die kann echt nicht gut spielen. Unsere vastayanische Essenz wird mit jedem Tag schwächer. Ha, nicht mich, Alter. Nee. Dafür habe ich zu schnelles Lauftempo. Wenn man die W und natürlich alles zusammennimmt. Wuhu, das geht ab runter, Bibola. Ja, aber ich habe einen Triple Kill gemacht, safe. Ja, du Double Kill, wahrscheinlich. Eigentlich war es Triple Kill, aber lass uns mal, ne? Die Natur ist von jeher chaotisch. Hallo, ich habe aber Ace gemacht. Nice. Play safe. Was für Play safe, Alter? Sad, what the... Alter, wir hätten das beenden können, aber nee. Ihr müsst ja alle wieder reinkacken, Alter. Ja, vor allem keine Hilfe, wir danke dafür, Alter. Na komm, einfach da. Bum. Chillig. Das ist viel zu teuer, aber ich muss es haben. Das habe ich als letztes Möglichkeit. Oh ja. Wenn unsere Existenz von allen anderen als Chaos gesehen wird, dann ist das halt so. Ja, fast 200 Farben. Oh, das unter 40. Oha, sheesh. Also das ist echt eine gute Runde, Leute. Kann man nicht meckern. Wir Vastaya haben viel von unserem alten Ruhm verloren. Nee, nix play safe. Pisst euch. Okay, das war's. Das könnt ihr nicht mehr defenden, oder doch? Kompromisse sind so unbefriedigend. Ey, ich will noch 5 Minions kriegen, komm. Mindestens das. Und trotzdem tot. GG. Die waren so reingeschmissen. Oh, nee. Ich geb mal dem Nunu den Horn eigentlich ab. Oha. Shish. Doch, ihr WM-Marken verdient. Bumm. Okay, win. Warum hab ich nur ein A+? Hallo, ich stand am besten aus dem Team. Wetten die Ohren an alle, nicht mich. Vor allem, ich hatte 196 Minions. 196, oh mein Gott. Ja, ein Order habe ich, wow. Cool. Ja, cool, die haben irgendjemand anderen geordnet alle, außer mich. Also das finde ich jetzt schon schwach. Dass die nur die geordnet haben und nicht mich. Schade einfach. Neues Symbol gekriegt. Hier das WM-Symbol. Nice. Jetzt wollte ich gerade mal hier gucken. Hier, ich habe doch hier nochmal WM-Marken gekriegt. Was kann ich denn damit machen? Okay. Ich könnte mir ein Schlüsselfragment herstellen. Okay. Ah ja.
könnte Sensen damit hinstellen. Ah, ich nehme Champion-Splitter. Ach, ich brauche 50 dafür. Oh, okay, das habe ich. Habe ich sonst noch was, was ich damit machen kann? Dann nehme ich mir ein Schlüsselfragment, dann habe ich zumindest zwei. Ja, Leute, das war's auch an der Stelle. Ich hoffe, euch hat es mir mal gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Würde mich freuen. Gerne noch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, hier ist mir ein Kommentar immer gerne durch. Dann würde ich sagen, euch noch allen heute einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.